Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play, Mass Effect. Wir haben noch weitere Citadel-Aufträge, zum Beispiel Asari-Diplomatie, die vermissten Marines, die VI, die außer Kontrolle ist. Das hat gar nichts damit zu tun. So, die Asari-Diplomatie ist das erste. Wir sind in der Botschaft-Lounge des Citadel-Präsidiums. So, allerdings müssen wir da erstmal hinkommen. Botschafter Lounge, Präsidium, nicht Präsidium. Um Gottes Willen. Präsidium. Wir sollen zum, Botschaften am ehesten, würde ich sagen. Botschafter Lounge. Ja. Okay. Wie kommen wir denn dahin am besten? Bei der Empfangsdame vielleicht? Kann ich noch etwas für Sie tun, Commander? Okay, das geht nicht. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wie heißt die? Nassana Dantius. Okay. Vielleicht finden wir den Namen ja irgendwo. Wäre ja mal was. Hat eigentlich jemand mal das Ding bestimmt irgendwo nachgebaut, ne? Was ist das denn? Odina Anderson? Ne, die interessieren uns nicht. Xaltan Karlundin? Auch nicht. Die Botschaften der Menschen, der Elos, aber nicht die der Dasari. Die sind doch Dasari, die wissen das bestimmt. Verdammt. Die linker Flügel, vielleicht ist es im linken Flügel. Oh. Hier vielleicht. Diplomat. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Sein Elkor-Diplomat, das bringt jetzt auch nichts. Elkor, nicht Elos, stimmt. Ah ne, da geht's nur raus, verdammt. Nee. Alles gut. Wen haben wir da? Executor Pylon. Nee. Da sitzt ein Asari. Achso. Noch mehr Diplomaten. Da, Nassana. Ich kenne sie doch. Sie sind Commander Shepard, der menschliche Spectre. Kann ich was für Sie tun? Ich traf Ihre Schwester. Sie sind Nassana, nicht wahr? Ich bin auf Ihre Schwester Dahlia gestoßen und es ging nicht gut aus für Sie. Was? Wollen Sie sagen, dass Sie... Ich kenne die Wahrheit. Dahlia ist tot, Nassana. Und ich weiß, dass sie erpresst hat. Und ich war kurz davor, sie zu manipulieren und auf ihre Spur anzusetzen. Aber das wird jetzt nicht mehr nötig sein. Sie wollten, dass Ihre Schwester stirbt? Wenn man herausgefunden hätte, dass meine Schwester eine Kriminelle ist, wäre ich als Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Bis zu ihrer Festnahme hätten sie mir meine Sicherheitsbescheinigung weggenommen oder mich in Zwangsurlaub geschickt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Ihnen eine Kleinigkeit auf Ihr Konto überweisen. Sie werden gewiss zufrieden sein. Ich weiß was Besseres. Sie sind eine aufstrebende Diplomatin. Es könnte für Sie irgendwann nützlich sein, dass Ihnen ein Spectre einen Gefallen schuldet. Sie haben recht. Credits kann jeder aufbringen. Aber ich bin die Einzige, die Sie autorisieren kann, Asari-Mod-Prototypen zu kaufen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Liste der bevorzugten Kunden unseres Herstellers kommen. Sie werden das, was er anzubieten hat, gewiss sehr interessant finden. Leben Sie wohl, Shepard. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ebenso. Ja, das haben wir. Vermisste Marines. So, zum Citadel-Turm. Okay. Den haben wir da ja auch irgendwo gesehen. Da kommen wir auch hin, denke ich mal. Ich nehme bei dir wieder den Transrapid, würde ich sagen. Es geht einfach am schnellsten.
Da. So. Das Präsidium. Und der Turm. Ach ja. Ah, mit Admiral Kahoku, da ist es schon. Ah, da ist er schon. We are Admiral Kahoku. Nein. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Sie sind Commander Shepard? Mein Name ist Admiral Kahoku. Was kann ich für Sie tun? Ich habe Ihre Leute gefunden. Sie haben doch ein Aufklärungsteam in den Artemis Taucluster geschickt. Ja, das stimmt. Die Leute werden seit ein paar Tagen vermisst. Ich versuche herauszubekommen, was passiert ist, aber die Allianzkommandeure scheint es nicht zu interessieren. Können Sie mir etwas darüber erzählen, Commander? Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid, Ihnen das erzählen zu müssen, Admiral. Aber Ihre Leute wurden von einem Dreschschlund getötet. Einem Dreschschlund? Aber meine Männer würden doch nicht einfach da reinlaufen. Nicht die ganze Einheit. Es war nicht Ihre Schuld. Jemand hat sie mit einem Notrufsender der Allianz angelockt. Er war gleich neben dem Dreschlund-Nest positioniert, wo sie landen mussten. Verdammt! Seit dem Verschwinden des Teams hatte ich kein gutes Gefühl. Ein Allianz-Sender als Köder und meine ganze Einheit ausgelöscht und keiner will davon gehört haben. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Commander. Jetzt habe ich die Pflicht herauszufinden, warum diese Marines sterben mussten. Schon für ihre Familien. Baines? Der Captain sagte, Sie hätten Informationen über Baines. Nicht so viele, wie ich gerne hätte. Eine meiner Mannschaften hat ihn gefunden, steifgefroren an Bord eines Wrackschiffes. Das vermisste Aufklärungsteam, das Sie für mich finden sollten. Sie haben das System untersucht, in dem wir Baines Schiff gefunden haben. Wie kann ich helfen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nicht jetzt, Shepard. Aber ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas herausfinde. Okay, das haben wir auch. Die VI ist außer Kontrolle. Das ist ja woanders. Okay. Dann haben wir noch diese beiden Sachen. Machen Sie sich auf das Noverium-Bericht über Geth auf dieser Welt zu untersuchen und untersuchen die Pharos, um herauszufinden, warum die Geth diese Kolonie angegriffen haben. Und das, denke ich mal, ist doch das Wichtigste erstmal. Das heißt, wir reisen erstmal zu unserer Normandy zurück. Wo ist denn das? Märkte, Koras Nest, Flux. Ist das beim Sicherheitsdienst? Ich glaube ja. Zur Andockbucht. Ah ja, da genau, da will ich hin. Im Verlauf der Eden Prime-Untersuchung hat der Rat angeblich einem seiner Untergebenen den Spectre-Status wieder entzogen. Der Beschuldigte, dessen Namen bisher ungenannt blieb, wurde noch nicht gestellt, aber ein Sprecher des Rates hat bestätigt, dass entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden. So, was? Aha. Und zurück zur Normandy. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Na dann. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. So, Navigator Presley. Ich würde sagen, wo ist denn das hier? Pharos. Nur nach Pharos reisen. Okay, er kommt da auch nicht. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Sie hätte Sie nicht so überfallen dürfen, aber Sie haben sich gut aus der Affäre gezogen. Ich habe getan, was ich konnte.
Wir waren verschiedener Meinung, Sir. Ich hoffe aber, dass sie von meiner Aufrichtigkeit überzeugt ist. Sie haben sich sehr gut verhalten, Commander. Sie hat sich unmöglich benommen. Aber da ist noch eine andere Sache. Die Zitadelle hat versucht, es runterzuspielen, dass Saren außer Kontrolle ist. Keine gute Werbung für die Spectres. Ihn zu erwähnen, war politisch nicht klug. Es tut mir leid. Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich werde ihn nicht wieder erwähnen. Zumindest wäre ich Ihnen dafür dankbar, Commander. Aber ich will Sie nicht länger aufhalten. Fünfte Flotte, Ende. Da wollen Sie alle die Bevölkerung anlügen. Was soll denn das? Das ist immer unfassbar. Feros da. Feros. Also, ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Eine Nachricht für Sie, Commander. Sie kam eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Karoku. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt! Hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim. Allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten. Waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelten gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor Sie mich finden. Ja, das machen wir dann in Mass Effect 2. Logan. Was ist denn ein Logan? Logan ist ein normaler Wasserstoff hier im Gasgigant. Das Erklärungsteam, das vor 20 Jahren mit der Erkundung des Planeten betraut war, berichtete von seltsamen Störungen im Wolkenband von Logan und äußerte die Vermutung, dass sich unter der Wolkenschicht eine große Anzahl sehr massiver Objekte verbergen könnte. Bei der Annäherung des Schiffes konnte sie nicht mehr nahe genommen werden. Seitdem ist nie wieder über diese Störung berichtet worden. Merkwürdiges System. Da ist noch ein zweiter Planet. Quana. Die gefrorene Oberfläche von Quana bietet reiche Schwermetallvorkommen und die hohe Planetendichte lässt auf weitere Mineralvorkommen im Planeteninneren schließen. Die Atmosphäre besteht aus Stickstoff und Kohlenstoffmonoxid. Über den Planeten ist eine ganze Reihe gut entwickelter proteanischer Minen verteilt. Die verlassenen Minen waren durch eine mittlerweile verwitterte Magnetschwebebahn mit den Geisterstädten verbunden. Im Gegensatz zu den verfallenen Wolkenkratzern auf Feros sind die Ruinen von Quana in fast funktionstüchtigem Zustand. Das hat leider auch dazu geführt, dass Plünderer diesen Ort häufig aufgesucht und alle wertvollen Funde entwendet haben. Wir haben Kobalt entdeckt. Sharing. Was ist denn auch File Sharing? File Sharing ist ein normaler Wasserstoff hier im Gasgigant. Die Atmosphäre enthält Spuren von Ammoniak, Methan und eine überraschend große Menge Wasserdampf, die Atmosphäre braun, blau und weiß schillern lässt. Zwei der ungefähr 60 Monde File Sharings haben einen Durchmesser von mehr als 3000 Kilometer. Auf beiden lassen sich Zeichen proteanischer Bevölkerung finden. Auf Sharing könnte sich Helium-3 abgebaut werden. Runtergeladen natürlich. Wir haben da eine Datendisk gefunden, das ist schon mal nett. Das ist Feros, aber das ist Südtau. Südtau ist von einer extrem dichten Atmosphäre umhüllt, die hauptsächlich aus Kohlendioxid und Schwefelsäure besteht. Die Oberfläche besteht aus geologisch betrachtet jüngeren vulkanischen Basalt- und Rhyolithebenen mit hohen Konzentrationen an Kohlenstoff und radioaktiven Stoffen. Südtau wird erschüttert und von heftigen Vulkanaktivitäten. Ein Dutzend Supervulkane mit Durchmesser von 50 bis 120 Kilometern bricht tagtäglich auf dem Planeten aus. Südtaus Reichtum an Kohlenstoff und die vulkanischen Aktivitäten sind die Ursache für extrem wertvolle, aber nur unter großen Risiken abzubauende Diamantwerke. Ja, und da haben wir noch Feros. Das Unternehmen Exogeni hat auf Feros eine Pilotkolonie gegründet, um die proteanische Ruine zu erschließen, die zwei Drittel der Planetenoberflächen bedecken. Die Atmosphäre ist extrem staubreich und die Fortbewegung zu Lande wird durch die meterhohen Trümmerschichten erschwert. Es gibt Hinweise darauf, dass Feros früher eine sehr viel kältere Welt war. Feros hat zwei Monde, Orkan, der Vater und Vardet. 300 ist die Bevölkerung, das ist ja wow.
5,44 Atmosphären. 10 Grad Celsius, 1,1 G. Ja, höchst interessant. Was? Hitzelastmonitor? Aha. Aha. Ja, wir nehmen nochmal Liama und Tali mit. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Na dann. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Okay. Die sagten nee, nicht, hier funktioniert nichts mehr. Oh, wer ist denn da hinten? David Al-Talakani. Wir haben ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Wer? Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter den Frachter. Natürlich. Oh! Ai. Huch. Okay. Damit hat jetzt gerade keiner gerechnet. Heieiei. Na toll. Weil dieses Blocken des Radars, ne? Schon wieder. Ah, es ist unfassbar immer wieder. Ach, komm schon. Okay. Und jetzt? Achso. Sehr schön. In die Tunnel. Oh. Sie müssen gesichert werden. Aber diese Gates sind verdammt gefährlich. Nein, echt? Es tut gut, ein paar Soldaten zu sehen. Wir werden immer weiter dezimiert. Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Gate töten. Das sieht top modern hier aus. Oh, May O'Connell. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? Das ist möglicherweise korrekt, Ledra. Ich befürchte, die Gate werden uns alle töten. Na, das nennt sich absolute Motivation. Aber ich weiß nicht, wie man eine Waffe bedient. Schlag mit dem Kolben auf sie ein, wenn es sein muss. Es dürfen keine Geht hier durchkommen. Die Geht dürfen nicht in den Kern der Kolonie vordringen. Ich muss diese Arbeit fertigstellen. Okay, okay. Da kommen sie. Es werden immer mehr. Sind wir falsch? Wir müssen da wahrscheinlich zum Ausrufezeichen. Und hier uns dann wahrscheinlich gleich noch gegen die Geht verteidigen. Ah, das Faidan und Arcelia Silva Martinez. Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Na, wunderbar. Okay. Das geht erstaunlich einfach. Was ist denn hier mit der Schwerkraft los? Wahrscheinlich ist sogar wir machen Fortschritte, während die. Wow! Während die nur verteidigen konnten. Okay, da links ist gleich auch noch einer. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme.
Commander, ich glaube, wir gehen in die falsche Richtung. Der Turm ist hinter uns. Danke. Das habe ich dann auch gemerkt. Ist das hier? Jo. Ah, okay. Wäre schön, wenn die das immer sagen könnten. Ob man in die Richtung oder falsche Richtung geht. Was zur? Ah, okay. Okay, perfekt. Holla die Waldfee, was ist denn hier los? Jetzt können wir Faidan Bericht erstatten und ein Fahrzeug aus der Normandie entladen. Unser nächstes Missionsziel ist die Gate-Basis. Okay. Gut. Und wieder zurück. Wir haben die Gate besiegt. Die Geth. Ah, das ist schon mal sehr gut. Ist hier richtig? Oh Gott, ich weiß es doch nicht. Sieht sehr richtig aus. Hallo. Der Turm ist gesichert. Danke. Kommandant. Ich helfe immer gerne. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geth. Wir haben Sie aufgehalten. Aber sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Keine Sorge. Wenn sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden sie vielleicht ihre Antworten finden. Exogeny? Was ist Exogeny? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Wir sind vorbereitet. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Geth-Basis? Was können Sie mir über die Verteidigungssysteme der Geth erzählen? Ich kenne keine Details, aber ich glaube, dass sie mehr Widerstand als am Kommandoposten aufgebaut haben. Bei Exogeny ist mindestens ein Geth-Schiff gelandet. Und auf dem Skyway wurden riesige Laufpanzer gesehen. Es wird ein harter Kampf. Na, das wird spaßig. Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geth müssen vernichtet werden. Arcelia hat recht. Es sind noch Geth in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Wassermangel? Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Macca Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Und der Strom? Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? Major Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Und die Lebensmittel? Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Und in den Tunneln? Haben Sie irgendwelche Informationen über Geth in den unteren Tunneln? Nichts Neues. Sie sind irgendwo in den Tunneln, als bewachten sie einen Transmitter zur Koordinierung ihrer Angriffe. Es ist derzeit keine tödliche Bedrohung, aber ohne diesen Transmitter könnten wir uns besser gegen weitere Angriffe verteidigen. Okay, anderes Thema. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Die Kolonie, ne? Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich, auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Die Geth hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Und wie viele Leute wohnen hier? Wie groß war die ursprüngliche Pharos-Kolonie? In der Hauptkolonie lebten fast 1000 Menschen und etwa 200 in meinem Außenposten. Als die erste Angriffswelle unsere Verteidigung eliminierte, sind wir nach Sue's Hope geflohen. Und Exogeny? Was können Sie mir noch über Exogeny erzählen? Exogeny gründete diese Kolonie. Ohne sie wären wir nicht hier. Kolonisation ist ihr Spezialgebiet. Sie finanzieren die Kolonie und wir arbeiten für sie. Ihr Hauptinteresse gilt dem Bergen von Artefakten und Ressourcen.
Aber hier gibt es nichts. Zumindest haben wir nichts gefunden. Artefakte? Ob die Geth vielleicht danach suchen? Vielleicht. Wie gesagt, wir haben hier nichts Wertvolles gefunden. Aber vielleicht wissen die Geth mehr als wir. Na dann, auf Wiedersehen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Und ich denke, wir haben hier noch einiges zu tun. Ich würde sagen, bis dahin und tschüss.